und Action. Yeah. Oh Mann, die Fliege ist in den Milch reingeflogen. Ach Mann, ich wollte jetzt noch, ich nehme gerade auf hier, hör mal auf, Fliege. Ey, weißt du, jetzt sind alle lieb und jetzt fängst du an, meine Milch zu bashen. Das darf nicht wahr sein, weißt du? Ich will hier eine Aufnahme und alles läuft richtig und dann fangen die Fliegen an, falsch zu fliegen. Hör mal auf jetzt hier. So, also erstmal herzlich willkommen, liebe YouTube-Leute. Und herzlich willkommen nochmal alle Leute im Livestream. Und denkt dran, was Sie nun in den nun folgenden Stunden sehen werden, wird, der Text steht ja da, ich zitiere jetzt nicht meinen eigenen Text. Nein, das mache ich jetzt nicht. Und ja, erstmal auch für die YouTuber, wie geht's euch denn, Mensch? Hallöchen, wie geht's euch? Ich weiß, ich bin übrigens, dass ich jetzt hier so locker gerade da sitze, ich bin eigentlich tierisch im Zeitdruck. Time wartet auf mich, dann Time will ins Bett gehen, dann der muss wieder zum Manöver und alles. Ja, theoretisch strampelt der schon auf seinem, ja, der will eigentlich schon losrennen im LOL. Das ist aber deswegen, dass ich jetzt hier so völlig elegant und geduldig und ruhig euch mit euch reden kann, ist eigentlich pure Professionalität. Ja, Mann. Nee, aber jetzt, ich gehe jetzt wieder runter. Übrigens, mir ist gerade voll die Peinlichkeit passiert. Ich gehe mal kurz nach oben, damit ich praktisch ungestört euch was erzählen kann allen. Ja, also praktisch die Livestream-Leute oder die YouTube-Leute. Und da waren die aber noch da gewesen, ganz still. Ja, und da hat einer so, und so, oh nein, ich bin ja noch da. Ich hab einen anderen weggeschickt aus unserem TS, ja, einen anderen weggeschickt. Nein. Und das, ich hoffe, das hat keiner mitbekommen. So, gut, so viel mal dazu. Jetzt gehe ich wieder runter. Ich gehe jetzt zu den anderen, ja. Ich stell euch mal die glorreichen Recken vor, die mit uns mitfighten werden in einem epischen Kampf, um glorreich wahrscheinlich entweder zu siegen oder aber auch, jetzt hätte ich beinahe das Wort mit Anal gesagt. Nee, in die Annalen der, nee. Nichts mit Anal. Auf jeden Fall, um halt aus der Lehre des Verlierens auch einen gewissen Grad an Wissen herauszuziehen. Man soll ja aus seinen Fehlern lernen. Irgendwann mal. Spätestens dann, wenn man sie zu oft gemacht hat. Okay, jetzt gehen wir runter. Ich bin schon wieder ganz aufgeregt, aber ich möchte ganz ruhig, entspannt Livestream machen. Kann ich mal auch einen Abend einfach nur kommen, ich schalte an und ich spiele ganz ruhig, ohne was zu sagen und gehe dann auch wieder. Kriege ich mal so, ich will auch mal so einen Abend machen. So, der Schweigeabend. Wir können ja mal so einen Schweigeabend machen, wo ich nichts sage. Ob ich das hinbekomme? Jetzt, bitte voten Sie jetzt. Kann Cosima einen Abend kommen und ohne was zu sagen? Kann sie schweigen oder nicht? Bitte voten Sie jetzt. So, jetzt. Channel switched. Channel switched. So, da bin ich wieder. Hallöchen. Hallo. Also, ich stelle euch die Propagonisten hier vor, ja? Und zwar einmal, Deutsche Deluxe hat es jetzt endlich in den TS geschafft. Sie ist jetzt endlich da. Sag mal Hallo, Deutsche ja. Deluxe. Hallo. Dann Don Pascu, der aber nicht Don Pascu heißt, aber halt dieses Brandzeichen wegbekommen hat. Sag mal, Don Pascu, sag mal Hallo. 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 Und dann haben wir Lord Vaden. Lord Vaden ist erstmal, der kann jetzt nicht so, der hat sein Mikrofon hat irgendwie Husten. Den habe ich jetzt hier gemutet. Gemutet! Zugemutet. Den habe ich zugemutet. Er sagt Hallo im Chat. Er sagt Hallo im Chat. Den habe ich erstmal zugemutet, weil er ist als gefährlich eingestuft. Erstmal. So, dann Tain, sag mal Hallo, Tain. Hallo. Ja, genau. Er wollte die coole Variante bringen. Ja, das ist okay, verstehe. Gut, dann haben wir das erstmal alles. Das war das sogenannte Vorstellungsgespräch. Wir haben uns alle vorgestellt und ich muss mich auch noch vorstellen. Übrigens, hallo. Ja? Hallo. Ja, Mensch. So, ich muss eigentlich aufs Töpfchen, aber gut, ich versuche durchzuhalten. Also lass uns schnell gewinnen, dass ich aufs Töpfchen kann. Geht doch schnell. Soll ich schnell aufs Töpfchen gehen? Ich weiß ja, aber, ja, geht doch schnell. Betrug ist nicht gut zu spielen. Ja, okay, dann kann ich, stimmt, dann bin ich entspannter. Dann kann ich, weil sonst wäre ich jetzt so nervös, weil dann fange ich wieder an viel zu reden, weil so bin ich ja, und wenn ich aber nicht auf Töpfchen war, dann bin ich eher ruhiger und entspannter und rede auch gar nicht so viel. Dann bin ich eher so schweigsamer eigentlich. So wie man mich erkennt. Ja, so bin ich auch viel schweigsamer. Ja, logisch. Und so bin ich jetzt aber aufgeregt, dann rede ich so viel, ja, so was ich sonst nicht mache. Und dann denken alle wieder, Mensch, warum redet ihr nicht so viel. Ja, sonst ist es doch immer so ruhig. Deswegen ja, und das geht ja gar nicht. Hm? Okay, dann gehe ich nochmal schnell, dann gehe ich hier um kurz nochmal weg und komme ich wieder. Aber ich nehme gerade auf, ich habe gerade angefangen, die Aufnahmetaste zu drücken, Mensch. Das ist voll peinlich. Nee, schneiden, nee, das ist On-Schnitt, Ohrne-Schnitt, das ist On-Schnitt. Das ist ein Block hier, hier ist alles New Kids on the Block. Nee, warte mal, also das ist ein Rundschnittfliff hier, ein Diamant, das ist ein Ding hier, ein One-Taker. Ja, Mann, das ist ein hier Sockelstein. Das ist ein Sockelstein, also 100 Pro. Cosima, kannst ja das dazu schreiben, 5 Minuten Bonusmaterial. Ey, der war gut. 5 Minuten Bonusmaterial. Ja, Mann, Töpfchen Bonusmaterial. So, ich gehe nochmal kurz nach oben, dann gehe ich mal schnell mal, ich gehe nochmal Zaubersprüche auf meinen hier Spezialraum lernen. Okay, gut, ich gehe nochmal kurz nach oben. Channel switched. So. Bin ich jetzt weg? Ja, ich bin wirklich weg. Tut mir leid, Leute, ihr seht, das ist live hier. Ich kann es nicht ändern. Ich weiß, ich hätte vorher gehen sollen. Aber ich war vorher, aber ich gehe schon wieder. Ich weiß nicht, man könnte fast sagen, ich könnte mich eigentlich Bibi-Liese nennen. Die Bibi-Liese! Die Bibi-Liese, geht mal kurz.
Mensch, ich hab vergessen, die Musik anzumachen. Mensch, ich hab ja gar keine Musik gehabt. Ich hoffe, ihr habt alle gesungen. Gedanklich so. Dieses Hossa, Hossa. Yesta, Yesta, Mexikaner. Jetzt geht es tierisch ab. Ein Scrap. So. Ich muss wieder runtergehen. Ich muss wieder runtergehen. Auch für die YouTube-Leute, ja, tut mir leid, tut mir leid. Es sind höhere Gewalten am Walten. Und wenn die walten, dann schalten die. Und wenn die schalten, dann muss man halt gehen. So, ja Mensch, jetzt aber. Channel switched. Da bin ich wieder. Hi. Willkommen zurück. Habt ihr mich vermisst ein wenig? Ja? Wieder? Ja. Ich bin jetzt sogar ganz stark. Okay, dann haben wir jetzt alles, oder? Haben wir jetzt, aber nee, umschalten, Mensch. Wenn wir noch umschalten, sonst sieht ja keiner was hier. So, ja. Zack. Oh, das sieht kalt aus hier. Eiskalt sieht's aus. Und so, warte mal, Dings hat noch, ah ja, gut. Achso. Tein schreibt ja auch noch Dinger. Mensch, Tein! Übrigens, apropos, warte mal, bevor wir jetzt richtig so richtig Gas geben, also so Gamer-mäßig, wie ist denn das jetzt? Läuft jetzt schon die LoL-Meisterschaft? Ist die schon am Laufen? Die läuft schon, ja. Ja. Wer spielt denn jetzt gerade? Na, im Moment ist gerade, glaube ich, Pause. Doch, doch, ich kann den Chat sehen, Leute, aber jetzt muss ich gleich losspielen und dann kriege ich nichts mehr mit, dann bin ich im Hypno-Mode, weil ich muss ja hier lernen, ich will ja schließlich besser werden, damit ich euch was bieten kann, ja, damit ich zeigen, guck mal, wie die Kusima spielt, Mann, macht die das gut, ja, damit die auf mich stolz sein können, weil wenn ich so schlecht spiele, dann ist es ja für euch auch traurig, ihr sitzt dann alle hier so da mit und dann, ja, und damit ihr aber auch ein bisschen glücklich seid, ja, guck mal hier, Kusima, und deswegen, ich muss ja auch ein bisschen besser werden, deswegen kann ich da nicht so Chat lesen, ja. Splice gegen Orangey. Aha, okay. Sagt mir jetzt erstmal so nichts, glaube ich. Aber doch, warte mal, Splice, das haben wir noch gesehen gehabt, Tein, oder? Das haben wir beide noch gesehen gehabt. Ja, die haben bis jetzt alle drei verloren. Alle drei, dann sind sie weg vom Fenster, oder? Nee, glaube ich noch nicht. Noch nicht? Wie, viermal? Die haben noch eine Chance? Ja, die haben noch eine Chance. Aber mit der Chance kommen sie nicht weit, oder? Die können jetzt nicht wieder auf Platz 1 kommen durch ein Wunder, ja, oder so, oder? Nee, auf Platz 1 geht's nicht mehr, aber sie müssen halt schauen, dass die anderen, würde gesagt, klug verlieren. Hm. Also wenn die anderen richtig verlieren, können sie noch weiterkommen. Ja, ohne Mallet, sagt 2 versus RNG oder so. Da wird schon wieder gebannt. Leute, entspannt euch jetzt, entspannt euch. Achso, wegen Emos und so, wegen der ganzen Emos. Ja, warum hast du so eine Stimme? Das ist eine gute Frage. Das ist halt so. Das ist Kunst. Also ich meine, meine Stimme ist halt so. Kunst. Das ist wahre Kunst. Ausrufezeichen Cosima. Gib mal ein Ausrufezeichen Cosima. Immer Ausrufezeichen Cosima. Dann wird alles gut. Die ganze Welt wird schön. Oh, Venus hat schon gemacht. Mensch. So, also ich bin bereit. Wenn von mir aus können wir losmachen, wenn ihr wollt. Also ich bin. Go, 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 go! Zugriff, Zugriff! Nein, das Cosima, was spielst du? Also ich würde gerne wieder die Dings spielen, die Annie spielen, damit ich mit der mal übe jetzt mal endlich mal. Wenn es geht. Ja? Lord, willst du lieber Top oder Jungle? Übrigens, Hormone, Leute, muss man immer nehmen. Sein ganzes Leben lang muss man das nehmen. Das ist nicht nur einmalig oder so, das nimmst du dein ganzes Leben lang. Weil dein ganzer Körper stellt sich um, ja. Dein ganzer Körper stellt sich um. Deswegen, also Hormone nimmt man sein ganzes Leben lang. Also wenn man, ich gerne top, wenn das okay ist. Also wenn man jetzt eine echte TS ist, nimmt man sein Leben lang Hormone, weil dein ganzer Körper, die Drüsen stellen sich um, Frauen riechen ja anders und so. Also alles ändert sich. Dein ganzes Leben ändert sich, deine emotionale Welt ändert sich, deine Drüsen ändern sich. Es ändert sich so viel, dass in dir drinne. Hör mir auf, sag ich euch. Oh, hast du das Foto gesehen, was ich auf Facebook gestellt habe? Du hast das auf Facebook gemacht?
Nee, hab ich nicht gesehen. Wo denn jetzt? Bei dir? Ja, bei mir. Achso, nee, noch nicht. Wir hatten einen richtig schönen Sonnenaufgang. Ein Sonnenaufgang? ETS-mäßig. So richtig. Oh Mann, ich hab fast nicht gedrückt. Ich hab versucht, aber Junge. Willst du auch spielen? Wo spiele ich denn dann? Soll ich das spielen dürfen? Wo darf ich denn in dann? In die Mitte. Oh, in die Mitte. Oh nein. So, heute muss ich mich konzentrieren. Ich versuche zuerst mal, ich darf kein Risiko eingehen. Ich bin nicht Garen. Also ich bin jetzt nicht... Für den Monsieur! Also das bin ich jetzt nicht. Bin ja jetzt... Mensch, seht ihr, ich habe noch nicht geguckt, wo Doch, wir hatten schon mal, einige von euch haben es gesagt, dass hier so ein unabhängiges Dörflein herkommt oder so. Also sie hat keinen König oder sowas, glaube ich. Ich hoffe, wir müssen mal sehen, ob jetzt LOL... komme ich gerade so laut rein? Ich komme voll fett laut rein hier. Ich auch. Die Auswahl ist immer so laut. Ich komme fett laut rein hier. Warte mal. Richtig fett laut. Ich komme... Oh, warte mal. Jetzt ist hier irgendwas... USB wurde erkannt. Was jetzt? Ist mein Ton weg? Nee. Und jetzt? Jetzt geht's ab. Ist ja Wahnsinn im Chat wieder. Denkt an Leute, ich hab euch alle lieb. Ja, ich hab euch alle lieb und lehnt euch zurück, wie Cosima jetzt sich wieder zum Bob macht. Ich versuche in den Rhythmus zu kommen. Ich muss, spätestens wenn mein Teebass kommt, dass ich mit dem wieder ein tolles Petplay hinbekomme. Ich hoffe es, hoffentlich kriege ich das hin, Mensch. Denk dran, Entzünden zu benutzen. Wem benutzen? Entzünden. Das Problem, ich habe immer noch diese behinderte Tastatureinstellung hier. Das ist voll behindert. Vielleicht mache ich ASDF und mache dann praktisch EER zum Beispiel für DF. Das wäre doch eine Idee, Leute. Ja, Mann, wie wär's denn damit? Ist was auf AS? Nee, oder? Nee, ich hab's auch so umgestellt. Ja, genau, Mann, jetzt hab ich. Ich mach ASDF und mach oben dann ER für, dass ich, weil nach unten tippen ist für mich mörderisch uncool, muss ich mal sagen. So, jetzt, guck mal hier, übrigens ganz links unten ist Dinoscha oder so. Was steht da? Eddie gegen Eddie. Echt jetzt? Bei uns ist besser. Echt jetzt, scheiße? Annie gegen Annie? Ach, echt jetzt? Das darf nicht wahr sein, echt nicht. Echt jetzt? Das ist ja wie, wir hatten schon mal so einen epischen Kampf, Garen gegen Garen. Da habe ich Garen gespielt und habe gegen Garen gespielt. Oh Mann, habe voll die Bobfehler gemacht. Ich habe so abgelost. Der war nachher zwei Köpfe größer wie ich. Der wurde mal größer. Der hat nachher Stöckelschuhe, so groß war der Garen, mein Gegner, Richter Garen. Der ist auf, hier auf Stöckelschuhen ist der gelaufen. So groß war der. Mann. Oh, Ash Main? Ja. Okay. Ja, man ist voll krass in dem Alter, ja. Ab einem gewissen Alter sollte man nicht mehr zocken, da sollte man einfach sterben gehen. Stimmt's, ich weiß. Ab einem gewissen Alter sollte man einfach sterben gehen, ich weiß. So. Auf der Eisscholle drauf, aufs Bier, der. Wo geh ich denn? Achso, Mitte, ich geh Mitte. Wieder, ja. Guck mal, hier ist wieder dieses. Hier ist Boo. Lord Vayne ist, glaube ich, Boo, oder? Ja, der ist Boo. Guck mal, der ist Boo. Oh Mann, wir sind jetzt mittendrin, Leute. Jetzt konzentriert. Willkommen in der Kluft der Beschwörer. Hüpf, hüpf. Übrigens, denkt dran: Willkommen in der Kluft der Beschwörer. Auch alle Zuschauer, ja? Willkommen in der Kluft der Beschwörer. Ich bin jetzt eine Beschwörerin übrigens. So, jetzt wollen wir mal gucken. Hüpf, hüpf. Oh Mann, wirklich, ich glaub's nicht. Ich glaub's nicht. Annie gegen Annie. Oh Mann, ich glaub's nicht. Das darf echt nicht wahr sein. Das darf nicht wahr sein. Warum nur? Warum passieren solche Dinge? Nein, Mann. Wer wird jetzt besser Annie spielen? Jetzt muss ich auch noch zeigen, dass ich es besser kann oder so. Nein, Mann. Ich bin noch gerade erst Loser geworden. Von Holz zu Loser. Glaube ich. Ich glaube, ich bin jetzt von Holz zu Loser geworden. Warte mal, ich mach mal. Die Vasallen sind erschienen. Ja, wo sind meine Spielkameraden? Und für die Zuschauer, habt ihr meinen Teebass gesehen? Wo sind die jetzt? Wo bist du denn? Wo ist denn die? Die macht mir Angst, die ist nicht da. Wo ist denn die jetzt? Kommt raus, wo immer ihr seid.
Wo ist denn die jetzt? Ja, da ist sie. Nicht. Wo ist denn die jetzt? Denk jetzt daran, mit deinem Kuh zu last hitten, gell? Was soll ich machen mit meinem Kuh? Zu last hitten. Ja, das, ja. Ja, das krieg ich doch immer nicht hin. Das schafft. Doch, warte. Nicht zurück. Ich glaube an dich. Mein Kuh zur Last hitten. Der Jungler hat den Topside angefangen. Sind wir schon da? Manchmal tun die so doof, meine Gegner, und dann sind die aber richtig mördermäßig. Die tun immer so doof und dann sind die dann richtig gut auf einmal. Das ist alles Taktik. Ja, sag ich doch. Warte mal. Halt die nicht an. Kommt raus, wo immer ihr seid. Die hat mir gerade den Rücken zugewendet. Das war eigentlich war das ein tödlicher Fehler gewesen. Hüpf, hüpf. Sei kein Angsthase. Denk dann, Cosima, du musst irgendwie mit dem letzten Schuss draufschießen. Mit dem letzten Schuss, dass du praktisch deine Dings zurückbekommst. Ich aber nicht ich hin. Spiele nie mit Streichhölzern. Die macht mir schon wieder Angst, diese Enina. Der Jin hat kein Spiel mehr. Hier lang! Indirect ist bei mir. Die macht wahrscheinlich gerade Krabbe. Bleib nicht zurück! Tut die jetzt nur so oder spielt die genauso schlecht wie ich? Nee, ich glaube, sie ist etwa genau gleich wie du. Bleib bei den Versalen, damit du die Punkte bekommst. Das Leben ist so. Nein, da ist jemand! Nein, Flash, mach den Flash! Ja. Panty auf den Flash. Sind wir schon da? Der war gut. Mann, jetzt hatte ich mir Aua gemacht. Jetzt hat die mir Aua gemacht dann. Hast du meinen Bären Tibbers gesehen? Aua! Geh mal weg! Was war denn das gerade? Ich bin gerade irgendwie stehen geblieben. Ine, Mine, Koke. Mist, ich muss mich konzentrieren. Ich bin gerade konzentrationslos. Ich sehe schon wieder zu viele. Ich sehe schon wieder Dinge. Geduld ist die hohe Kunst der Kriegsführung. Nimm das! Der Salen! Hilft mir! Da ist eine Amy, die sieht genauso aus wie ich! Das bin aber nicht ich! Das ist eine andere! Das ist der Feind! Der hat sich maskiert! Sind wir schon da? Was quietscht denn da immer? Ich hab mal so ein Quietsch, Quietsch! Was macht mir dieses Quietsch? Ich bin unkonzentriert, Alter. Wenn ich unkonzentriert bin, mache ich Fehler. Oh Mann, ich bin unkonzentriert. Ich sehe schon, ich mache Fehler. Oh nein, ich bin unkonzentriert. Oh, meine Versalen sind alle tot. Alle Versalen sind tot. Geh weg von meinem Turm. Lass meinen Turm in Ruhe, das ist mein Turm. Geht der gerade einkaufen? Nee, da ist er noch. Geh mal von dem Turm weg. Hallo, du hast hier nichts zu suchen an unserem Turm. So, Glück gehabt, Mensch. Ach, das war verschenkt. Hier lang. Oh Mann, Annie gegen Annie. Das ist pervers. Warum passieren solche Dinge? Ich will das nicht. Jetzt bin ich auch mal gespannt. Jetzt zeige ich meinen Tebas. Sie hat bestimmt auch ihren Tebas. Da wette ich drauf. Oh Mann, das wird jetzt los. Oh shit. Ich hab nicht genug Mana. Nein, ich hab nicht genug Mana. Aber da hab ich selber schuld, weil ich mich so doof angestellt habe. Zeit zum Spielen. Sag mal, ich muss meinen Tebas raus. Ist das. Mann. Ja! Nein, lass das Mana. Jetzt! Los! Ach, Mist! Seltsam. Die ist nicht weggerannt, als ich auf der geschossen.
Die ist nicht weggerannt. Die ist nicht weggerannt. Warum ist die nicht weggerannt? Die muss doch den Teebass haben. Die ist nicht weggerannt. Das war ein Fehler. Der ist nicht weggerannt. Das war ein Fehler gewesen. Ey, bist du denn verrückt, mich anzugreifen, du kleiner Versal, du? Du weißt wohl nicht, wer ich bin. Ich bin Amy. Laterne, Laterne, Feuer, Tod und Wärme. Genau. Ich muss mein Mana ein bisschen sparen. Guck mal, die steht da rum. Was macht die da? Sag mal, das stimmt doch was nicht. Das ist schon wieder so eine Gruseltante hier. Hast du mein Bärentee was gesehen? Das stimmt doch was nicht. Ich spare mir mein Mana erstmal. Jetzt, wo ist jetzt? Nein, noch nicht. Ich spare mir mein Mana. Blöde Kanone! Das will ich macht nicht. Spaß! Oder die fragt sich das gleiche gerade. Vielleicht fragt die sich das gleiche gerade. Jetzt. Das war ein Fehler. Das war... Komm schon, mein... Oh Mann, du Mist! Mein Tee, ich hab... Warum hat mein Tee was jetzt nicht funktioniert? Hier lang! Ja, das war jetzt... Das war doof gewesen. Jetzt kann ich mein Tee was wieder nicht sehen. Aber dafür habe ich ganz viele Versagen. Ich spiele nie dein mit gesamtes Leben hat dich zu diesem Augenblick. Nein! Oh nein, oh nein, oh nein! Hier ist eine von Dings! Nein, hier ist eine... Mist, 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 Mist. Ich hab nicht aufgepasst. Ich muss unbedingt mehr auf die Karte gucken. Naja, wenigstens kann ich jetzt mal einkaufen gehen. Ist ja auch schon mal was. Kann ich meine Schuhe kaufen. So. Wenigstens habe ich die Schuhe gekauft. Mann, ey, Mann. Ich hab mein Mana-Haushalt war schlecht. Ich hab schlecht mit meinem Mana gehaushaltet. Bleib nicht zurück. Aber wenigstens, ich bin gut drauf. Ich habe das Gefühl, ich bin gut drauf. Also mein Gefühl ist gut. Ich fühle mich noch nicht so boppig. Also ich meine, ich bin schon bob, aber ich bin zwar boppig, aber ich fühle mich nicht so boppig. Das ist schon mal gut. Ich bin noch... Hast du mein Bärentee was gesehen? Ich habe noch Selbstvertrauen. So. Los jetzt! Frisch aufgetankt in den Krieg. Nein, in die Schlacht. Das klingt lieblicher. Oh Mann. Geh weg von mir. Zwingt mich nicht, euch weh zu tun. Los. Ein ja, Verbündeter wurde getötet. Was ein Gegner wurde getötet. Die Alte oben. Lasst uns bis 5 zählen. Da kommt sie. Ich hab in 5 Sekunden meinen Weh. 8. 8 gegen 8. Die noch. Oh. Noch sind die Chancen gut. Ein Gegner wurde getötet. Der Gegner verfällt im Blutrausch. Ja, ich will auch mal. Ich versuche gerade mit meiner Steuerung zu kämpfen. Ich habe heute ein Steuerungsproblem. Los jetzt! Ah. Gefunden! Heute jagt das Schicksal dich. Rosi, versuch mal den Tippers nur zu machen, wenn du deinen Stand bereit hast. Ja, ich übe ja noch an meine Techniken, Mann. Das ist gar nicht so leicht. Ja, nee, das ist voll, danke, voll tausend Dank, ja, voll tausend. Ich bin dankbar für jeden Tipp, Mann, für jeden Tipp. Oh nein, mein Bärchen ist tot. Nein, was mache ich denn hier? Ich völlig planlos schieße ich durch die Gegend. Nein, nein, völlige Verwirrung. Bitte, geistige Verwirrung, geh weg. Zwingt mich nicht, euch weh zu. Jetzt haben wir beide unseren Teebass verschenkt. Aber richtig übel. Ich hab meine Ulti wieder. 20. Ich hab schon wieder keinen Mann. So, ich hab mein Q voll. Q! Sei kein Angsthase. Ich muss hier aufpassen. Ich muss gucken, dass keiner von oben oder von unten kommt. Muss aufpassen hier. Wieso hat sie denn nicht einen? Spielt die Alte? Ringelreihe! Tschüss! Ja, Mann! Das war Kleber! Sind wir schon da? Das war die kleine Hinterhältige. Die kleine Hinterhältige, Annie. Das war gut! Ja. Ich muss aber scheinbar shoppen. Ah, das war gut. Puh, Pudli-Puh!
Ein Gegner wird zum Berserker. So, warte mal, der ist ja hier mit drin, der Stein. Okay, wir sparen noch 1100. Mist! Ich muss einen Augenblick. Könnt ihr kurz mal die Mitte verteidigen? Ich muss noch einen Augenblick warten. Ich muss brauche noch ein paar Taler. Noch 10 Taler brauche ich noch. Dann kann ich mir schon was kaufen. Noch 10 Taler, warte. 4, 3, 2, 1, gleich. Und ja, und jetzt. Komm up. Sei kein Angsthase. Töte ihn. Also, dass ich durch Zufall jetzt gerade mein Flash gefunden habe, das war rein Zufall. Was, Brötchen kommt? Wer kommt? Oh, gut so. Nein, der Gin, kein Brötchen. Keine Brötchen. Okay, gibt halt nichts zu essen, okay. Bäcker hier. Ein Verwundeter wurde getötet. Hüpf, hüpf. Ja, der Typ frisst mich hier oben. Ein Gegner wurde getötet. Oh nein, Andy kommt. War ich das gerade? Hab ich den? Nein, ich hab den Bär gezündet. Oh nein, Mann, ich hab den Bär gezündet. Warum denn? Oh nein, ich hab den Bären angezündet. Bleib nicht zurück. Oh, Bär gegen Bär. Bär, na, oh, was für eine Mana-Verschwendung. Junge, Junge, ist ja fast wie eine Stromrechnung hier. Wer soll denn die Stromrechnung bezahlen? Sieht nicht gut aus. Ich brauche Versalen als Unterstützung. Yeah. Versalen, ja gut, meine Kameraden. Kommt, wir haben hier Probleme. Gebt euch ein bisschen Mühe, meine Versalen. 10, ich bin ja Level 10. Ich bin ja über der. Warte mal, ich muss meinen Heimvorteil ausnutzen, meine Stärke. Warte. Ich muss meine Stärke ausnutzen. Ich muss meinen Heimvorteil. Ja, Mann, los. Laterne. Versalen! Oh, ein Versalen. Ein Versalen. Jetzt riech aber auf hier. Komm, Tebas, erhol dich schneller. Ein Gegner wurde getötet. Haben wir einen Tebas gesehen? Warte mal, rennt der mir hinterher, die Pfeife? Wann hast du deinen Ulti da? Wer, ich? Also. Ich spiele nie mit Streichhölzern. Meine Versalen stellen wir mal so schnell. Gib euch mal ein bisschen Mühe, meine Versalen. Ihr seid doch meine Armee, Mensch. Ihr seid meine Spielzeugarmee. Jetzt. Bleib mal unten, ich gehe mal in die Mitte. Yep. Kusi, ich komm vorbei, halt bereit. Ja, okay, dann starten wir kurz einen Angriff hier. Ich hab meinen Tebas ist gleich da. Dann können wir einen Angriff machen auf Annie. Nami, ich geh rein. Kommt raus, wo immer ihr seid. Zu spät. Ja. Sie hat Heal und Geist draußen. Ja, diese Kleinen sind sehr wendig. Und weg sind sie. Ah, zu weit weg. Ich komm nochmal. Terminiert. Sehr gut. Hüpf. Ich komm nochmal. Oh, das ist am Turm. Ja, oh, ich komme. Yay, sehr schön. Hopp. Hä, von was hast du jetzt Tower Order bekommen? Komm wieder runter. Angriff, Tebas! Hast du mein Bären einen Turm zerstört? Ja. Das ist gut, weil man hat noch 54 HP. Sei kein Angsthase! Ja, ich komme. Oh Gott. Ein Gegner wurde getötet. Achtung, Pantheon kommt. Oh, wer ich? Bleib nicht zurück. Bleib nicht zurück, denk dran. Ein Verwundeter wurde getötet. Das sieht man dann schon so übel Schaden. Gegnerische Doppeltötung. Ja! Da war sie da. Gegnerische Doppeltötung. Gegnerische Doppeltötung. Muss ja aufpassen. Die hat jetzt ihren Tebas. Die hat auf jeden Fall ihren Tebas jetzt. Kommt raus. Ah, schieß doch mal. Immer ihr seid. Na schön mal wegbleiben. Die hat ihren Tebas noch. Versalen, Angriff!
sind wir schon da. Muss mal wieder einkaufen. Oh. Leute, kann jemand mal die Mitte irgendwie halten? Ich muss mal einkaufen gehen. Geht das? Ich bin gerade in mein Leben. Ich muss mal einkaufen, weil sonst... Sei kein Angsthase. Portland ist Mist. Ein Gegner verfällt im Blutrausch. Ich hab meine Ulti. Okay, jetzt. Dank. Terminiert. Sehr gut. Da sind ja zwei in der Mitte. Mist, und ich gehe gerade weg. Ich gehe gerade weg. Da sind zwei in der Mitte, die sonst den Turm holen. Ja, was habe ich denn da gemacht? So. Ein Gegner wurde getötet. Achso, dann habe ich gleich beide Dinger. Blutrausch. Ah, super. Hast du mein Bären-Tee-Buff? Ein Gegner wurde getötet. Der Red Buff, OP. Was ist da los? Im Chat wird so viel gebannt. Was ist denn da los im Chat? Der Team hat einen Turm zerstört. Hüpf, hüpf. Was ist da los im Chat? Das sind Hater, Krosi. Was? Das sind die ganzen Hater. Hita! Oh Mann, was geht hier? Ah, jetzt geht's los hier. Tebas gegen Tebas, los! Bleib nicht zurück! Hat mein Tebas gerade gewonnen oder was? Was ist denn? Ah, guck mal, da ist noch Tebas. Tebas gegen Tebas. Weg ist er. Warte mal, ich muss mich wieder finden. Ja, ich muss mich sehen lernen. Das sind überall Tebas. Oh Mann, hier sind so viele Tebas, Leute. Was ist hier los? Haben wir noch mehr Annies? Durch die Mitte! Gleich. Gegner hat einen Turm zerstört. Panther. Sehr schön. Ich sterbe. Oh. Autsch! Gegner, wer schießt denn hier mal? Wer schießt denn so eine riesen Bombenkanonendinger weg? Wer ist denn das? Das ist Jin. Oh nein, da kommt dieser Typ, der ist böse, der ist nicht nett. Gehen wir jetzt wieder weg? Ja, wir gehen jetzt wieder weg. Ja, geh mal weg. Wir gehen jetzt weg. Oh nein, ouch, ouch. Ach so. Bleib nicht so. Da kommt eine ganze Armee, wir sollten hier am Turm bleiben. Oben sind viele Vasallen. Achso, dann komme ich. Ah, dann komme ich auch. Mein gleich ist mein Tebas wieder. Oh, da ist schon weg. Hier lang. Ach Mist. Lächle. Schau mal, ich habe auch einen Tebas. Ach Mist, das war meine Mail. Ich habe meine Ulti gerade verschenkt. Ich habe gerade meine wunderschöne Ulti verschenkt. Ach Mann. Aber dann kann ich mein Bärchen irgendwo hinlocken. Der muss hier unten im Jungle irgendwo. Der ist irgendwo ist dieser Dings hier. Wie heißt der? Dieser komische. Der hier, der ist oben hier. Mitte, Midlane. Der ist in der Midlane. Ihr müsst zurückkommen. Komm. Da ist er. Hier ist. Annie ist hier. Also, okay. Unaufhaltbar. Doppeltötung. Der Verbündeter wurde getötet. Hier ist Annie. Ach, das ist die Gegner. Der Gegner wurde getötet. Kann das? So. Leicht verwirrend. Kann ja passieren. Ja. So, ich geh mal zurück einkaufen, ja? Ich spiele nie mit Streichhölzern. Immer einkaufen. Halleluja, Leute, Halleluja. Na, alle Trolle beruhigt jetzt im Chat? Habt ihr euch alle wieder einbekommen? Wieso flinkt denn wieder so? Das ist Liebe. Aha, okay. Das ja, nennt was man, sich liebt, das neckt sich. Genau, das ist Liebe. Hast du meinen Bären-Tipp? So Leute, wo soll ich jetzt hingehen? Weil ich glaube, ich habe auf der Midlane jetzt nicht mehr so viel zu tun, oder? Kann das sein? Wo soll ich? Geh da mal hin, da kommt jetzt. geh mal da hin. Okay, ich geh mal da hin.
Ich geh mal gucken, was da so los ist. Mein Teebass ist ja auch wieder da, dann kann mir nichts passieren. Steckt da mal die Tage. Kommt raus, wo immer ihr seid. Oh nein, hier sind ganz viele. Hier sind ganz viele. Hier sind zwei in der Midlane. Jetzt kühlt die holen den Turm. Hier ist eine ganze Armee gegen mich. Hier ist eine ganze Armee, Mann. Oh ja. Oh, die arme Annie ist gerade hingefallen. Oh, guck mal. Meine Ulti? Soll ich mal Dings machen? Ich meine auch. Hier lang. Ich wollte doch gerade was Lustiges machen. Ja. Yeah. Zu weit weg, Mann. Mach doch mal näher ran. Wurde getötet. Ich muss das üben, dass ich meine Mana zurückbekomme. Also ich schieße einmal so und jetzt schieße ich nochmal so. Hat das geklappt jetzt? Nee. Sind wir schon da? Mann, wie macht man das mit diesem Mana-Zurückding? Ich will auch mal dieses Mana-Zurückding haben. Euer Team hat einen Turm zerstört. Oh, geht schon los. Ich komme durch die Mitte. Oh nein, da kommt jemand. Da kommt der Starke. Nee, warte mal, die ist gar nicht so stark. Ich bin stärker. Gut, wie kommst du hier? Ich bin stärker. Ich soll da bleiben? Dann bleibe ich am Platz. Ich bleib am Platz. Cool, die da dran? Ja, ich hol sie. Ich hol. Ach, wo, wer? Was war denn? Ich bin noch da. Ich habe meinen Bär zu früh. Ich habe meinen Bär jetzt vor lauter Angst meinen Bär rausgeholt. Sei kein Angsthase. Wo ist Annie? Hier sind. Da. Zu spät. Ja. Junge, der macht ja voll die Silvester-Schießer-Dinger. Da macht ja voll Silvester, der Typ. Spitzname Silvester oder was? Ja, echt? Ja, das weiß ich nicht. Reflexe. Ja. Hier, da ist ein komischer Fischtyp da. Oh nein, das ist dieser Fischdingsbums. Der ist gefährlich. Oh Mann. Die kommen jetzt alle. Flash. Flash. Ja, Flash. Bärchen, komm her hier. Lass sie in Ruhe. Oh, mein Bärchen. Oh. Rückzug. Ja. Angriff. Hier lang. Jetzt. Ja, ich auch. Was ist denn aber jetzt gemein? Das ist gemein, ey. Ja, verfolg mich doch. Dann töten die mich dabei noch. Töten die auch noch. Ja, genau. Ja. Ja, Mann. Seht ihr, war die kleine Annie tot machen wollte, dass er selber tot. Halt. So, warte. Hoffe ich gleich mal wieder was Schönes. Ein Verbündeter wurde getötet. Läuft. So, beim nächsten Mal kriege ich meinen Bumsen. So, jetzt muss ich warten. Warte, ich zeig euch mal, wie es weitergeht. Oh Mann. Die machen hier Kleinholz. Der Turm, der Mittel, in der Mitte der Turm. Jetzt Triple Kill! Gegnerische Dreifachtötung. Oh, schade. Ja. Doppeltötung. Unten. Der Yin. Oh, der Turm sieht auch schon krank aus. Der hustet nur noch. Der Turm hustet ja schon. Ja, jetzt ist er eh tot. Echt jetzt wo? Nein, sag nicht sowas. Doch. Oh nein, er ist tot. Er hat seinen letzten Husten gemacht. Der Gegner hat einen Turm zerstört. Ja, da war ja keine... Oh, guck mal, da liegt eine... Ich wollte eine Quarkquappe liegt auf dem Boden. Und Annie nicht schläft auch. Die schlafen dabei dann. Das ist gerade... Das war Eiche gewesen. Eiche, hä? Eiche war da. Oh Mann, die arme Eiche wird immer Eiche von mir genannt. Das ist immer blöd. Die ist ja so glorreich und episch und ich sag das immer falsch. Mach doch nichts, Kosi. Mann, ich will aber nicht, dass die Eiche heißt. Die soll richtig heißen. Ein Gegner wurde getötet. Ich will nicht, dass die Eiche heißt, Mann. Mann, ey. Ein Verbündeter wurde getötet. Naja, sagen alle noch so der Eiche. Die heißt Eiche oder so oder sowas. War nicht Eiche, Mann. Wie lange bleibe ich eigentlich noch weg? Ich komme mal vor, wenn man. Ich bin ja schon da. Doppeltötung. Ich stehe die ganze Zeit. Wo soll ich denn hinkommen? Irgendwo hin, wo du möchtest. Irgendwo hin. Ich kann es mir aussuchen. Lalali. Nee, also. Ein Gegner wurde getötet. Ja, das ist übel, der Typ. Also alleine durch den. Soll ich den. Oh, da kommt. Nein, da kommen sie alle. Die kommen. Die kommen ja von hinten an. Die kommen alle von hinten. Warte mal. Nee, das sind ja. Die werden verfolgt. Da, hier, Annie. Da, los. Ich schnapp mir Annie. Los. Annie hinterher. Ah, Mist, nein, die Gier. Was ist jetzt hier los? Der Bär, der hat mich ein Bär. Mann, hier, Bär, hinterher. Das reimt sich sogar. Na, bleib, hau ab von mir, du bist nicht mein Bär. Komm, Bär, hilf mir, Mann. Jetzt ist er tot. Jetzt, aber jetzt wieder Angriff. Mein Bärchen, Bärchen gegen Bärchen. Los, nein, der, oh, los jetzt. Ah, Attacke. Los,
Ist das mein Bär? Wo ist jetzt mein Bär? Wer ist da, ist mein Bär? Los, denn mit dem Bär hat man es aber auch schwer. Los, den Bär auf den jetzt. Wo bin ich denn? Ich seh mich auch. Ich hab mich gerade verloren wieder. Hast du mein Bärentier was gesehen? Ja, Mann. Was war hier eigentlich gerade los? Hey, warte mal, bin ich das noch oder ist das ja? Warum mache ich jetzt gerade nichts? Oh, mein Bär ist gerade auf die Schnauze gefallen. Ein Gegner wurde getötet. Warte mal, oh, was? Nicht ich bin wieder. Auch mal. Autsch, Autsch, nein, Flash weg. Flash auch. Keine Chance gegen mich. Die Heimat, lieber Wolf. Junge. Ah, der Guardian Angel. Ja. Aber ich werde mächtiger. Ein Gegner wurde getötet. Jetzt hat man das close. Ein Verbündeter wurde getötet. Ein Gegner wurde getötet. Cosi, wo bist du denn gestorben? Was bin ich? Wo bist du gestorben? Ja, ich war zu gierig, glaube ich, gewesen. Ich war wieder, mein Garen kam wieder raus. Gerade warst du am Tower, auf einmal bist du tot. Ja, ich wollte die Annie tot machen. Und dabei kam jemand von hinten, der hat mich dann in den, das war ein Hinterhalt gewesen. Das war ein blutrünstiger Hinterhalt gewesen. Die müssen mich aber rächen. Ja, das steht bestimmt nächstes Tag in der Zeitung. Das steht bestimmt in der Zeitung nächstes Mal. Pass mal auf. Ja, Mann. Nehme ich das jetzt oder warte ich noch? Euer Team hat einen Turm zerstört. Ich warte noch. Oh ja, die hält ja ein Gegner wurde getötet. Nehme ich das jetzt mit? Das ist nicht eins. Ich nehme das. Nein, das ist Quatsch. Doppelte Geldausgabe. Ach, dann geh auf jetzt. Nicht zurück. Nächste Runde. Hier lang. Oh nein, da wollen wir die uns holen? Nee, oder doch, ja, können wir machen. Mach mal los. Den Bär, Mann. Komm einfach rein. Gehen wir geradeaus weiter? Hast du meinen Bärentier was gesehen? Sind wir schon da? Hat man die greift mich mit dem Tebas an, ich glaube, ich spinne. Und ihr Tebas greift. Mein Tebas hat sie angegriffen. Ah, was ist hier denn los? Oh, hier sind zu viele böse Leute. Ich will auch was schießen. Diese Atmosphäre rein. So, hab da mal eine Flamme von mir bekommen. Ich hab da mal eine Flamme von mir bekommen. Oh. Warte mal auf mich. Oh. Gestürbt. Ich bin gestürbt. Aber episch. Ich bin episch gestürbt. Der hat mich von hinten wieder. Das Ferkel. Der hat ja von hinten wieder. Spar ich noch? Ich warte mal noch. Vielleicht kriege ich noch ein bisschen was, bevor ich wiederkomme. 40 Fähigkeitspunkte. Der geht raus, ich hab den Inhib-Tower. Euer Team hat einen Turm zerstört. Auch schon wirklich. Unaufhaltbar. Terminiert. Für alle Zuschauer, die gerade neu sind, denkt dran, ich bin noch Anfängerin, ja? Ich bin Anfänger. Trailer ist hart am Kämpfen, oder? Ein Verbündeter wurde getötet. Warte mal, ich kann jetzt schon, Nein! Kommt raus, wo immer ihr seid. Keine Angst, ich helfe euch. Warte mal, ich geh mal auf die Botlane, die wir sahen, da oh. Kommt. Hier ist eine ganze Armee von, hier kann man farmen. Hier kann gefarmt werden. Oh, ich war zu früh mit meinem, da muss dir was rauskommen. Das, so geht's jetzt nicht hier. Warte mal kurz, lass mich mal kurz konzentrieren. Mann, zu früh! So, ja. Ich spiele nie mit Streichhölzern. Chin macht ja auch schon ganz klein wenig Damage, ne? Ja. Vierter Schuss, 1300. So, haben wir erstmal Luft hier geschaffen für die Vasallen hier. Ich muss eigentlich komplett nur auf Rüstung gehen, weil die Annie ist sowieso useless. Ja. Das
glaube, die einzigen beiden, die wir auf dem Weg nehmen müssen, ist Pantheon und Jane. Die kommen dran. Hier kann man aber niemanden aus dem Weg gehen. Das ist sie mit die Trolle im Chat. Ine, Mine, oh. Ein Gegner wurde getötet. Bann doch einfach diesen einen da, der da der mal so stark ist. Könnt ihr den nicht bannen? Nee, das kann man sich nicht so schnell machen. Aus dem Blümchen kommt ein Feuerchen. Bleib nicht zurück. Ich bin auf dem Weg. Hab ihn. Ein Gegner wurde getötet. Gut gemacht. Sehr schön. Ich muss ihn einmal bekommen. Ich spiele nie mit Streichhölzern. Sache ist leer. Oh, da bist du noch. Ja, Mann, und nochmal ein Thema. Yes. Mit der Armee geht's jetzt nach Haus. Wir haben mal mit. Nein, oh, ich wollte doch meinen Thema. Nervösen Finger, ich hab einen nervösen. Hast du meinen Bären? Kuschelbär. Oh, da kommt was. Oh, da kommt hier was, wir müssen schnell weg. Die, da sind ganz viele sind da. Wir kommen zu dir. Ja? Dann ist ja da auf dem Weg. Okay, dann komme ich auch wieder. Kommt raus, kommt raus. Wo immer ihr seid. Warte, jetzt muss ich aufpassen. Jetzt muss ich erzählen. Ein Gegner wurde getötet. Sehr gut. Da ist er. Hat der Key! Einen kommt von hinten. Noch ein letztes. Wir holen wir uns jetzt die Enden. Komm, Cosi. Wem denn? Wem folge ich denn? Diesen Stiertyp da? Genau, folgt mir einfach. Folgt den Stiertyp. Wo ist mein T-Bass? Der ist weg. Oh, Pantheon, push Mitte. Ich geh weg. Oh, das ist. Nein, da kommt noch jemand. Da ist noch jemand. Böse gewählt. Komm, ich hab meine Ulti. Ich pass auf dich auf. kommt raus, wo immer ihr. Ich will mal dieses Entzünden probieren, Mensch. Da ist eh nicht schon mehr. Ich will was entzünden. Ich muss da irgendwie F drücken, glaube ich. F oder D? Eins von beiden ist es. Was ist das? F oder D? Sei kein Angsthase. F. Ich muss mit meinen Fingern die F-Taste finden. Auf was war? Warten wir jetzt auf den Zug? Wir warten. Wir warten auf Versallen. Versallen! Wo bleiben sie? Wo? Aber die lassen nicht wieder so Zeit. Wo bleiben die Versallen? Wir wollen was, nee, das reimt sich zwar gut, aber das machen wir nicht noch. Was wolltest du denn jetzt sagen? Auf Versallen reimt sich knallen, versteht ihr? Deswegen. Komm mit. Komm mit? Okay, ich komm mit, Mann. Ich komm mit. Logisch, Mann. Bin ich dabei. Da sind wir dabei. Das ist prima. Deutsche Lux wird zum Berserker. Oh Mann, sie wird zum Berserker. Sie ist ein Berserker geworden. Oh Mann, und er dreht voll am Hahn, er dreht am Hahn, ich dreh mit, wir drehen alle am Hahn. Lasst uns am Hahn drehen, oh Mann, warte, ich muss mich erst sortieren, bevor jetzt, hier, jetzt komm her, mein Bärchen, der kuschelt, komm her, zack, oh, schade. Schnell zurück, komm, oh, wieder rennen kann auf einmal. Junge, los, greif irgendwas an, Bärchen, greif ihn an, nicht mich, oh Mann, Bärchen, komm, wir gehen schnell, wir müssen aber ganz schnell. Cosi, mein Schild hat dir das Leben gerettet. Echt jetzt? Oh Mann, Dankeschön, vielen Dank. Ich geh mal gerne. Ich geh mal schnell zurück, ein bisschen was einkaufen. Einen Turm zerstört. Hoffentlich reicht das auch. Oh, mein Thebas ist ja bei mir. Sollte euer jemand kommen, hau ich jemand von dem mit. Inhibitor zerstört. Ey, macht ihr das schon fertig jetzt? Ich will noch was kaufen. Nein, wir warten noch auf dich, Cosi. Ja, wartet mal noch. Ja, auf mich bitte auch. Ja. Nicht so hastig. Euer das Team hat einen Inhibitor zerstört. Wir kommen zurück. Ich weiß zwar nicht, ob Tebas so weit, er schafft es nicht mehr. Er hat es leider nicht mehr geschafft. Ein Gegner wurde getötet. Oh, der arme Tebas hat es nicht mehr geschafft. Gottgleich. Gottgleich. Der ist gottgleich. Sind wir schon da? Deutsche Lux. Eiche ist gottgleich. Jetzt ist sie ein Gott. Guck an. Terminiert. Jetzt ist sie ein Gott. Ah, Mann, Leute. Eiche ist ein Gott geworden. Wo sind denn alle? Wo sind denn hier? Ach du Scheiße, was ist denn hier los? Hier ist ja tierisch die Party am Laufen. Hier ist ja. Oh, I got the party started. Komm her! Hier ist er schon, da ist er schon. Wo bin ich denn jetzt? Warte mal, Moment! Oh nein, ich habe mich gar nicht gesehen. Ich konnte mich nicht sehen, ich war so klein. Hilf mir!
mir. Ich wollte ja, ich bin ja gekommen und dafür bin ich gestorben, Mann. Durch mein Werk. Jetzt kann ich schon den Namen wechseln. Ah. Sag mal, haben wir schon die großen Versalen? Kann das sein? Ja. Wir haben ja die großen Versalen. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Das ist, wenn da die Inhibitoren down sind. Hilfe. Wir haben ja die großen, die sehen ja richtig schnieker aus, Mensch. Die sehen ja richtig schnieke aus. Oh, warte mal, bin ich, noch nicht. Kann ich noch was schon kaufen hier, oder? Ah, ich kann das kaufen, Leute. Yes! Jetzt bin ich ganz schön immer schon. Ich bin ganz schön immer, Leute. Und ich habe kein Geld in meiner Brieftasche. Hast du meinen Bären-Tibas gesehen? Ja, wer kennt das nicht? Und ich komme zurück, Mörderisch und episch, renn ich im Fort. Guck mal, da steht 16. Ich bin hier auf der 16. Okay. Ich bin hinter dir. Okay, wo gehen wir hin? Nach unten. Bleib nicht zurück. Und, okay, wir gehen nach unten. Das ist, es klang logisch. Oh, guck mal, jetzt leuchtet er da. Er leuchtet. Hier, was? Hier, nimm mal mit. Nimm mal was mit, ist gratis. Ja. Den nimmst du dir. Da kriegst du viel Cashstärke, Abhängzeit und so weiter und so fort. Nein, ich brauch, Mann. Immer mein Thema. Hör doch mal auf. Mein Bär will dann dauernd immer rauskommen. Komm, Bärchen, du. Mensch. Ja. Komm, Bärchen. Ja, Mann, dieser Tebas, der ist echt. Sind wir schon da? Aber so macht's auch Spaß. Verbündeter. Bin ich nicht so alleine. Mein Bärchen. Mein Bärchen ist. Ich glaube, den hat einer ins Bein gebissen. Der humpelt so ein bisschen. So, jetzt. Oh, wir sind ja schon da. Wir sind ja schon hier. Hüpf, hüpf. So, jetzt mal ein bisschen Kontrolle machen. Annie. Bärchen, hol dir Annie. Ich bin ganz gleich. Ach, ich wusste, dass du letztendlich doch in die Geschichte eingehen würdest. Nein! Oh, ich wollte reinkommen, Hätte ich bloß meinen Flash benutzt, Hätte ich doch bloß mal dran gedacht. Aber nein, ich habe nicht mal an meinen Flash gedacht. Wenn ich erstmal dran an meine Werkzeuge denke, dann werde ich gefährlich. Aber leider denke ich nicht daran. Was haltet ihr von Drache? Können wir machen. Drachen sind schön, ja, Mann. Die uns auf der Botlane ist eine ganze Armee, die da in Richtung, die da kommt. Da formiert sich eine ganze Armee. Vielleicht sollte da mal jemand ein bisschen farmen oder so. Da gibt es ordentlich Eiche von denen. Das hole ich mir alles, weil Supporter braucht man immer Lastings. Ja, hol dir das alles. Da wartet ein riesen Heil auf Dingsbums. Mann, ey. Der schöne Bär. Jetzt gibt's ihn nicht mehr. Aber ich bin schon böse geskillt. Ich muss bloß das mal lernen anzuwenden. Stell mal vor, ich wäre jetzt so ein Pro. Dann wäre ich richtig gefährlich als Annie. Aber leider nicht. Leider bin ich nicht. Guck mal, das Buu wieder. Schon schwabbelt er davon. Ich bin mal abgefahren. Ich denke mal, die meisten sind gar keine Trolle, sondern das sind irgendwelche Bots wahrscheinlich. Chatbots oder so. Ja, wahrscheinlich alles Chat. Oh, ich bin wieder da. Ich bin wieder hier. Wo soll ich denn kommen? Wo soll ich hingehen? Mitte. Mitte, alright, durch die Mitte. Ich komm gar nicht zum Trinken. Mensch, ich hätte was trinken können, wo ich tot werde, was trinken sollen. Jetzt der gegnerische Inhibitor wird wieder aufgebaut. Ich muss aufpassen, ich dachte. Ach, hoppala. Wo rennt ihr alle hin? Zum Drachen? Baron. Zum Baron! Zum Baron. Okay, ich komm mit. Aber jetzt kommen die anderen auch, das wisst ihr ja hoffentlich. Ja, guck mal, hebe ich mir meinen Bär auf. Wo geht ihr alle hin? Ey, wo geht ihr alle hin? Ihr lasst mich alle alleine hier. Jetzt bin ich tot, Mann. Oh. Jetzt bin ich gestorben. Ich war da ganz alleine mit dem Drachen gerade. Jetzt lädt er sich wieder auf. Mann, ich war da ganz. Oh, Mann, ey. Oh, Scheiße. Ich war gerade ganz alleine mit diesem Baron. Nein. Ich war ganz allein und jetzt bin ich tot. Der Stierkopftyp hier, der ist ganz schön, dieser hier, der ist ganz schön kräftig, oder? Ja, ich bin ganz schön kräftig. Der Stierkopftyp ist ganz schön kräftig. Ja gut, ist Winter, da darf man zulegen. Kann ich auch nichts dafür. Wir haben ja wieder voll die Dinger hier. Wir haben voll die Champs hier.
Einer ist Puh, ja, so Wackelpeter-Puh, hier nicht Puh, Wackelpeter-Schwabbel-Dingsbum. Der andere ist so ein Stierlacken. Also wirklich mal. Ach, ich bin ja da, Mensch. Kann ich mitbekommen. Ich könnte jetzt was kaufen, warte mal, ich kaufe mal das, was? 40? 60 besser. Ist better. Warte mal, aber hier, gibt's noch was dazu? Ne, 40? Dann erstmal den hier. Und zum Schluss den großen. Kommen wir jetzt zum Baron? Ja. Ja. Ich komme mit, warte, ich komme. Kommt raus. Kommt raus. Wo immer ihr seid. So, jetzt werde ich den Baron alleine legen. Ist ja kein Problem. Mal gucken. Nein. Nein? Nicht? Okay. Okay, dann nicht. Oh, warte mal, ich hab mich verlaufen. Ich hab mich im Wald verlaufen. Wo muss ich hin? Wo seid ihr denn alle? Da konnten sie. Wo denn? Wo ist denn jetzt der Baron? Der Jin, der trifft richtig gut. Oh, wir sind irgendwo sind hier böse Wesen. Oh nein, oh nein, oh nein. Wo sind die denn alle? Da. Sei kein Angst. Ich sehe euch alle nicht. Wo kämpft ihr? Wo seid ihr denn alle? Wo bin ich? Gegnerische Dorf. Nein, ich hab mich verlaufen. Ich bin doch völlig falsch hier. Oh, jetzt sehe ich mich auf der Karte erst. Und wir kämpfen gegnerische Dreifachtötung. Oh nein, okay. Ja, da ist es! Habt ihr das gehört? Gegnerische Dreifachtötung! Geh da weg, Cosi. Mann, immer soll ich weggehen. Geh zurück, Cosi. Ich geh. Cosi, bleib mal bei uns. Wir sterben ohne dich. Wir brauchen deine Hilfe. Ihr seid ja alle schon tot. Sind wir schon da? Mann, ihr seid alle tot. jetzt muss ich alles wieder rausreißen. Warte, ich lenk sie ab. Jetzt müsst ihr Cosi uns alle kämpfen. Keine Angst, Leute. Ich hol noch schnell den Baron und dann, dann hol ich ihn nicht mehr. Aber pass auf, ich lenk sie ab. Ich werde einen mördermäßigen Raid jetzt auf die hier machen. Pass auf, mal hier. Hier, pass auf. Ja, guck mal, ich habe eine ganze Armee hier. Jetzt geht's hier los. Der ist 18. Der ist ja 18. Schaff ich den? Nee. Sag doch nicht nee. Den schaff ich. Ich hab meinen Bär. Mein Bär. Komm, da ist er, der Bär. Und jetzt, oh. Okay. Der Bär, hau ihn, ja, mach ihn fertig. Der Bär, oh, beinahe jetzt noch den Bär. Naja, es war ein Versuch wert. Dafür habe ich jetzt, ich dachte schon, ich habe 4000 Goldtaler. Aber ich habe nur 400. Du bleibst jetzt immer bei uns. Gehst nicht mehr alleine. Hey, ich habe ihn abgelenkt, habt ihr gesehen? Ausgangsverbot. Ich habe ihn abgelenkt, habt ihr das gesehen? Ja. Oh. Ich hab den falschen gedient. Ein Verbündeter. Jetzt muss ich lange warten. Achso. Oh. Oh, oh, oh. Wer macht das? Halleluja! Scheiße, mal hier. Die haben es alle so drauf im Allem. Ich will es auch so können. Boah, der Bär. Ey, jetzt bin ich wieder da. Kann ich noch was kaufen? Nee, kann nichts kommen. Ich komme. Ich habe gerade vorhin mit seinem 1700 Crit gehauen. Ich komme, Leute. Wo soll ich kommen? Mitte? Ja. Mitte Dschungel oder was? Zwischen Botlane hüpf, und hüpf. Was war das gerade? Oh nein, ich hatte gerade voll einen Blitz getroffen. Ich habe einen Blitz auf den Kopf bekommen. Und wen das denn? Da lag eine Falle rum oder sowas, glaube ich. Oha. Wir müssen noch einen Teamfight gewinnen, dann können wir durchpushen. Ja. Naja. Pushen. Ich habe jetzt mir doch noch einen Dornpanzer gekauft. Mir fehlt noch ein Punkt für meinen Teewas, dann habe ich ihn auch voll. Glaube ich. Sind wir schon da? Also Buu ist wirklich cool, ey. Mann. Hier ist schon coole Helden hier. Komm mal. Jetzt geht's los. Hast du meinen Bären Teewas gesehen? Oh nein! Nicht ohne Boden. Oh Mann, ich war noch gar nicht so. Ich war noch nicht bereit zum Sterben. Also, wir sollen. Oh. Ja, ne? Ich dachte, das war. Alter Verwalter. Ein Verbündeter wurde getötet. Oh, weia, Leute. Jetzt kriegen wir richtig Haue. Wir wollen uns immer trennen. Ja, dann dürfen wir uns jetzt nicht mehr trennen. Ja. Schaffen wir das jetzt noch oder sind wir jetzt tot? Haben wir schon verloren? Wie viele Trolle? Es sind immer noch so viele Trolle da. Ist ja Wahnsinn, Mensch.
Das ist halt die Community von LOL, da sind viele Trolle. Ja, ja, aber ich... jetzt alle hier in den Stream. Bloß, dass sie das nicht verstehen, dass das mir am Erschleim vorbeigeht. Dass sie das nicht schnallen. Der Gegner hat einen Turm zerstört. Das verstehe ich nicht. Leute, ihr macht das schon... ich bin 6 Monate schon so geskillt. Täglich, Alter. Alter, versteht ihr, Alter? Der Gegner hat einen Turm zerstört. Vielleicht rede ich die falsche Sprache. Vielleicht muss ich immer Alter sagen. Ey, Alter, verstehst du mich? Alter. So, los. Oh Mann, die sind ja hier vor der Tür hier. Das ist nicht gut. Die sind ja hier vor der Tür. Vor der Haustür. Das ist schon gut, weißt du, kannst du besser fahren. Kannst du besser fahren, ja? Ja, ich komme. Farmen, ja. Farmen! Plan. Wo denn jetzt? Da sind's alle. Und Rinder! Wo sind denn jetzt? Sei kein Angsthase! Da, oh Mann, da ist einer, der diese Welle macht. Das hab ich bei der Weltmeisterschaft gesehen. Ein Gegner wurde getötet. Diese Welle ist total nicht gut. Die ist nicht gut, Leute. Die ist total nicht gut, diese Welle. Das habe ich bei der Weltmeisterschaft gesehen. Hast du meinen Bären-Tibas gesehen? Renn ja auch raus. Ein Gegner wurde getötet. Ich komme! Ja, alles also jetzt könnten wir eigentlich durchpushen. Jetzt! Dann los! Mit Streichhölzern. Da muss man nicht mal Tebas rausholen. Tebas. Ich darf ihn nicht rausholen. Kosi. Ja, ich komme. Ich komme ja. Ich komme, ich renne ja. Ich bin klein, Mensch. Ich versuche mal jetzt im Kampf wieder was zu sehen. Der Gegner hat einen Turm zerstört. Die gehen jetzt direkt auf den Turm, Leute. Die gehen ohne Versal auf den Turm. Ganz schön mutig von den Leuten. Ich geh weg. Ja. Was, ihr geht weg? Lass mich nicht wieder alleine hier. Oh nein, da kommt dieser komische Dingsmonster. Oh, wir sind ja schnell am Turm. Soll ich ihn mal? Guck mal, ich mach ihn den Bärchen. Soll ich ihn den Bärchen machen? Ich lasse ihn mal den Bärchen hinterher ran. Boah, die hat aber auch nicht an der Traum. Ja! Haben wir gewonnen? GG. Ja! Ein Wunder ist geschehen. Ich lebe sogar noch. Cosi hat uns gecarried. Ja, eindeutig. Ich habe euch gerade noch so rausgeholfen, oder? Ja. Das heißt mir gerade ebenso. Alter, hab ich gefiedelt. Die ganzen Bobs immer, die ganzen lustigen Trolle immer, ich finde immer so lustig. Cosi, fügst du uns jetzt als Freund hinzu? Wie jetzt? Wie jetzt? Wo denn? Ja, warte. Machen wir doch alles noch, machen wir noch. Nicht nervös werden. Kommt doch mal in die Gruppe erstmal, dann können wir das ganz in Ruhe alles machen. Kommt mal in die Gruppe, das oder? Ist doch schon drin. Auch schon. Warte mal, ich muss. Also jetzt hier, ich mal. Oh. Ey, wir haben. Ja, waren wir jetzt gut oder wo waren die Mängel gewesen? Also ich hab gemerkt, dass bei mir, Unser Top-Laner hat schweinisch gefühlt. Warte mal, ich guck mal hier. Also ich habe auf jeden Fall. Ach so, Time, wenn du noch da bist, kurz, warte mal, also renn nicht weg. Und zwar, Tabelle gucken, oder? Tabelle? Leider hat der Gegner gewonnen. Oha. Der Gegner hat gewonnen? Nein. Weil wir auf, guck mal, ich bin unter 10, gerade noch so unter 10 Stürbe bin ich geblieben. Unter 10 Stürbe. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Junge, Junge. Und wie sieht denn meine Bilanz so aus? Sieht die gut aus, oder? Ich bin zweimal in Blutrausch irgendwie gekommen, keine Ahnung wie, aber ich bin auf jeden Fall in Blutrausch gewesen. Und 4 Unterstützung habe ich gegeben. Na also, ich war fleißig gewesen. Oh, guck mal, die anderen hier. 31 Unterstützung, 13 Unterstützung, 21. Was habt ihr da alle gemacht? Wie macht ihr das damit? Völlig verrückt. Pass mal auf. Und zwar hier, ich hab doch was. Warte mal, ich klicke mal auf Startseite. Dann muss ich zu den Dingern. Hier. Teilen. Ich habe nämlich Schlüssel. Warte mal, meine Schlüssel sind weg. Ach nee, da. Ich habe hier 7 Schlüssel und 2 Truhen. So, wie geht ja, denn? Dann kannst du die Schlüssel verbinden. Boah, frei. Wie, warte mal. Kannst du Schlüssel machen und dann kannst du Kisten öffnen. Wie mache ich deinen Schlüssel verbinden? Einfach auf den Schlüssel klicken, dann steht herstellen. Herstellen, okay. Ja, Mann, jetzt hab. Zack. Jetzt habe ich. Soll ich nochmal auf. Muss ich jetzt auf herstellen klicken dann, oder? Ja, genau.
Schaut mal, Leute, so sieht es aus mit dem Schlüssel. Das machen wir zum ersten Mal. Wir stellen jetzt zum ersten Mal einen Schlüssel her. Wir sind jetzt praktisch der Schlüsselmeister. Ja, Mann. Und aus welchem Film ist es? Der Schlüsselwächter. Wie war es? Schlüsselmaster, Schlüsselwächter, wie war das? Jedenfalls, die Musik geht so. Nee, warte mal, konnte man das jetzt erkennen? Das ist Ghostbusters? Das hatte ich jetzt nach Ghostbusters angehört. Oh, Applaus! Oh Mann, jetzt haben wir es ja für die YouTube-Leute verraten. Mist. Mann, oh Mann. Jetzt können die YouTube-Leute. Aber ey, kein Problem. Ich hab noch eine Milliarde andere Rätsel. Kein Problem. Ach du, ich mach jetzt mal her schnell. Zack, jetzt hab ich einen Schlüssel. Oh cool, du hast sogar einen Annie-Skin. Wer, ich? Ja, du kannst einen Annie-Skin freischalten. Echt jetzt? Was muss ich denn da machen? Einfach auf Annie und dann kannst du ihn freischalten. Wenn du genug Essenzen hast, kannst du es freischalten. Können wir mal gucken, warte mal, ich habe einen Annie-Skin. Das ist Annie? Der hat ein blaues Feuer anstatt rotes. Ja. Ich hab... Und T-Boss ist weiß. Hab ich das? Kann man das irgendwo sehen? Ja, nee, oder? Auswerten zum permanenten Skin. Ja, bei mir bist du noch mega weit hinterher. Bei mir bist du erst am Schlüssel herstellen. So. Da fragt jemand, hast du Kinder? Ja, ein Stück macht jetzt gerade Abi, Leute. Oh Mann, Leute, das macht Abitur. Völlig verrückt. Und schreibt ein Buch. Über 500 Seiten hat es jetzt schon. Die macht jetzt dafür Karten und hat lauter Charaktere da, also Charaktere-IDs erstellt und alles Mögliche. Total abgefahren, ja. Das ist so ein Emo-lastiges Leidensbuch mit Drachen und sowas alles. Völlig abgefahren. Und ich muss es dann irgendwann noch lesen. Und das sind über 500 Seiten. Wann soll ich die alle lesen dann? Und die hört ja nicht auf. Die schreibt dann noch weiter. Sie hat gesagt, es wären wahrscheinlich mehrere Bände. Da schreibt die schon seit ihren 8. oder 9. Lebensjahr, schreibt die schon dran rum. Ah, Mann, völlig verrückt. Du kannst echt den Annie-Skin herstellen. Du musst auf aufwerten. Aufwerten. Wie viel Reserve habe ich denn dann noch? Kann man das irgendwo sehen? Wie viel? 125 hast du. Nee, ja, 125 hast du dann noch. Wo siehst du denn das? Wo kann man das denn sehen? Ach, da unten sind die Steine, ja, da unten, ja. Ich kann Annie aufwerten. Mache ich das jetzt oder mache ich das nicht? Ja, klar, dann hast du einen Skin für sie. Aber und der ist echt hübsch. Ja? Und, aber vielleicht ist ja auch einer in der Truhe drin oder so. Vielleicht ist ja einer in der Truhe drin. Vielleicht sollten wir erst die Truhe aufmachen. Was haltet ihr davon? Ja, das kannst du natürlich auch. Vielleicht, ich glaube, wir sollten dann erst. Würde ich aber gleich beide aufmachen. Dann machen wir beide. Okay, aber schade, dann sind ja meine Schlüssel alle weg. Naja, kriege ich keine mehr oder so. Wie kriegt man eigentlich Schlüssel? Sonst habe ich ja keine Schlüssel mehr. Doch, du kriegst ja, wenn du spielst und die Bewertungen bekommst. Die Trolle sind ja immer noch da. Ein anderer in deinem Team. Was war mit anderen in meinem Team? Was ist mit anderen in meinem Team? Wenn du oder ein anderer in deinem Team ein S oder ein S- bekommt, dann kriegst du Schlüssel oder Kissen. Ah ja. Ach so, Dele. Okay, dann, wie mache ich jetzt denn? Klicke ich jetzt auf die Truhe und mache dann wahrscheinlich. Oh, guck mal hier. Wow, geile Sache. Guck mal hier. Ein Kubus, hä? Wenn du das Wort Kubus hörst, an wem erinnert es dich? Hm? Wer weiß es? Ich sage nur Kubus. Wer weiß, was damit gemeint ist? Es ist eine sogenannte Spezies, die benutzt so einen Kubus, also so ein Cube. Hä? Welche Spezies benutzt... TS-Leute, nicht verraten jetzt. Ja? Nicht verraten. Weiß es jemand von euch, was ich gerade fragen will für ein Rätsel? Wisst ihr das? Aber nicht verraten. Nee. Cool. Aber wenn ihr es wisst, nicht verraten. Pass, also weiß es jemand im Chat, eine Spezies, die einen Kubus benutzt? Hier, so ein Ding wie gerade unter unser Ding, unsere Kiste da, hä? Wer weiß es? Oh, da ist eine Jenny. Ist Jenny gebannt worden? Das ist eine schöne Jenny. Schöner Name übrigens. Jenny ist ein schöner Name, wollte ich mal sagen. Also wenn es sie gibt, aber wahrscheinlich ist es nur ein Chatbot, oder? Wahrscheinlich ganz viele Chatbots. Schöne Name Chatbots, aber leider keine echten Menschen oder so. Schade. Schade, Mensch. So, los. Dann öffnen wir. Achso, ich sage, also, es ist eine gewisse Spezies, die diesen Kubus benutzt zum Fliegen. Ja? Aber nicht die ersten Leute, nicht verraten. Vielleicht wissen es für die YouTube-Leute. Na? Welche Spezies benutzt einen Kubus zum Fliegen? Ich wette, Trailer weiß es. Da fragt jemand, welche Elo bist du? Ich glaube, ich habe keine Elo. Tein, welche Elo bin ich? Habe ich eine Elo? Noch
Du bist noch nicht da. Das kannst du erst mit Level 30. Achso. Und 16 Champs. Und 16 Champs? Oh, dann krieg ich erst eine Elo, ja? Dann bin ich eine Elo. Also, dann musst du Ranglistenspiele spielen und dann wirst du eingerankt, ja. Siehst du, also der gerade gefragt hat, ist glaube ich schon weg. Hier Dings hier, Serie Dings muss. Tut mir leid, ich bin keine Elo. Ich bin kein Elo. Wer weiß, ob ich jemals ein Elo sein werde. Vielleicht werde ich niemals ein Elo werden. Ich weiß es nicht. Vielleicht werde ich eines Tages zum Elo werden. Ich weiß es nicht. Ich hoffe ja. Im Moment, was, ich bin. Was ist dein Elo? Ein Emo in London. Benutzen auch einen Kubus zum Fliegen. Hier, Volli Bären sagt, der hat das Rätsel richtig. TS-Leute, bitte, TS-Leute, vor allem, ihr seid jetzt TS-Leute, wisst ihr das? Ja. Also, nicht verraten, ja, der hat gerade einer richtig geraten. Mein Rätsel, ja, eine Spezies, die mit einem Kubus fliegt, auch für die YouTube-Leute. Ich frage jetzt aber nicht, wer das Dings hier das verraten ist, richtig geraten hat, sonst wisst ihr das ja. Also für die YouTube-Leute, damit ihr auch ein bisschen euch den Kopf zerbrechen könnt. Okay, dann öffnen wir. Wir öffnen die Truhe. Schau mal hier, geile Sache. Oh, was ist denn das? Gangplank. Ich habe irgendwas Gangplank bekommen. Was heißt denn das? Champion Splitter. Ich habe was heißt denn das jetzt? Den kannst du auch freischalten. Dafür brauchst du aber, glaube ich, blaue Essenzen. Ah ja. Aber ich meine, ich kann ihn doch sowieso freischalten zum Kaufen. Also, wofür ist denn dieses Ding jetzt hier? Also, weil man kann auch den kaufen, dann ist er doch auch freigeschaltet. Also, ja, kannst du schon, aber du kannst ihn so auch freischalten, wenn du blaue Essenzen. Achso, mit den Essenzen praktisch sparst du dir sozusagen deine Schwerter da oben. Genau, wenn du jetzt zum Beispiel, du hast ja auch einen Ash-Skin, wenn du den jetzt quasi entwertest, kriegst du orange Essenzen dafür, dann kannst du das für andere brauchen. Entwerten hört sich aber traurig an. Das, ja, das ist einfach das Wort, das heißt so. Das hört sich aber traurig an. Und das gleiche jetzt bei Gangplank. Also wenn du jetzt zum Beispiel die nächste Kiste aufmachst und du hast nochmal einen anderen Champion-Splitter drin, dann kannst du entweder entscheiden, mache ich daraus Essenzen und spare mir für einen anderen, den ich will, oder du schaltest ihn so frei. Oder du testest ihn für 7 Tage. Das geht auch. Aber dann ist der Splitter weg. Ja. Das ist mal geil, wenn man drauf ist, wie der Nebel so. Sieht mal voll geil aus, wenn der Nebel so von der Kiste. Wenn die Kiste sich so auflöst und das als Nebel so weggeht, das sieht voll geil aus. Geiler Effekt. Okay, dann haben wir noch eine Truhe. Mann, ich würde aber gerne die Truhe behalten, so als Überraschungsruf. Warte mal, was war das gerade so? Was ist denn dieses Ding hier eigentlich? Beute, Augenskins. Was ist denn das? Blumen. Ja, das sind die Wards, die du setzt. Achso, was macht denn dieses Blumenaugen-Dingsbums? Ja, das sieht dann einfach nach dem aus. Achso, das ist praktisch ein Skin für diese Words-Dinger da, ja? Oder Words-Dinger. Genau. Achso, dele! Da steht ja auch Skin da drüber. Naja, gut. Denken wir nicht weiter drüber nach. Okay, dann stellen wir den nächsten Schlüssel her. Den magischen Schlüssel, der die wunderbare Truhe öffnet, wo dann, was könnte denn. Da, und da ist ein Ivan drin. Ja, Mann, Ivan. Für mich jetzt bitte ein Ivan. Lass mir den Ivan. Okay. Schlüssel geschmiedet. Aus Zeit und Energie. Wurde ein Schlüssel geschmiedet, um eine Truhe zu öffnen, die ihresgleichen sucht. Die Truhe des Ivan. Naja, zumindest können wir es versuchen. Wusch. Im Inventar. Jetzt. Jetzt kommt der spannende Augenblick, Leute. Erstmal. Wusch. Da ist sie. Und jetzt, Leute, jetzt kommt es drauf an. Was wird uns erwarten? Welche Glückseligkeit wird uns in dieser Truhe erwarten? Ist es nur ein Song oder, also ein Song, kennt ihr mal den Song noch? Das Songstofftierchen? Ist es nur ein Songstofftierchen oder ist es was unglaublich, unglaublich Schönes? Vielleicht ein Poro. Was wird sich in der Tor Nummer 1? Ja, vielleicht ist ja auch ein Poro drinne für mich. Vielleicht ist ein Poro drinne. Jetzt gucken wir mal rein. Ich bin schon, seid ihr neugierig? Wer ist alles neugierig? Seid ihr alle neugierig? Ich. Alle, oh ja. Alle neugierig jetzt? Okay, ich habe ein bisschen Angst. Hoffentlich ist das was Schönes. Ich mach mal die Augen zu dabei. Ich mach die Augen zu, warte. Ich verrate mich. Warte, ich gucke. Ist es schon da? Ist es schon da? Die Geräusche haben aufgehört. Jetzt gucke ich hin, warte. Oh Mann, ich habe Projekt I oder sowas. Was ist denn das? Projekt I. Legendärer. Oh, geil. Legendärer Skinsplitter. Was ist das? Der ist teuer. Was kostet der? 1300. Schon, oder? Nee, 1820, glaube ich sogar. Das ist ein Legendary. Was denn hier? Ein Legendary? Ja. Was heißt das? Das ist ein legendärer Skin, der ist selten. Der selten? Dafür zahlst du 15 Euro. Wow! Chakalaka! Wookie chickadookie! Echt jetzt? Hab ich eine. Was? Tatsächlich? Hat meine Ansage was geholfen, ja? Hat meine. Sieht so aus.
Mann, Projekt G. Junge, Junge. Der ist echt cool. Geilomato. Also ich habe immer nur Pech. Ich auch. Ja, ihr habt doch nicht die Ansage, ihr müsst vorher eine epische Ansage machen. Ich meine, ihr drückt einfach auf den Knopf und dann wollt ihr was Schönes haben. Ja, so geht's doch nicht, Leute, so geht's nicht. Ja, ihr drückt auf den Knopf, ja, mach mal die Truhe auf jetzt hier, ja. Mach mal die Truhe auf. Ja, gib mal her die Klamotten, Mann. Gib mal die Klamotten her, ja. Einfach mal auf den Knopf drücken und dann kommt die Truhe auf, dann kriegt ihr die ganzen Klamotten geschenkt. So geht das nicht, da muss das verleisten, da muss eine epische Rede, da muss da vorher ein Gebet sprechen, Heiligkeit, da muss ein Gong schlagen und dann geht das richtig los. Und dann kriegst du auch sowas hier, Mensch. Kannst ja, du Mann. Mir die Ansage als Text schicken? Genau. Genau, alle spielen es per Handy dann immer ab und hoffen, dass dann die sehen. Ey, das ist immer Cheaten, ja? Das ist Cheaten. Ihr wisst schon, dass das Cheaten ist. Nee. Das ist ja dann Cheaten, Mensch. Ja, alle benutzen es auf Handy. Komm bitte, lass den Skin kommen. Und stell mal vor, dann kommt der Skin wirklich. Das ist aber Cheaten dann, Leute. Das ist Cheaten, ja? Also nicht bitte meine Sprüche verwenden. Das ist Cheaten. Ihr wisst, ihr cheatet dann. So. Aber ich krieg. Doch, Wright wird das nicht raus. Aber ob ich den, ja, bei dem krieg ich ja nicht freigeschaltet. Da muss ich ja irgendwelche Blumenessenz bestimmt haben oder sowas. Keine Ahnung. Wusch, da ist er weg. Wo ist er? Da ist er. Was brauche ich denn für den? Komm, wir gucken mal. Guck mal, der hat sogar so ein Diamant. Oh, guck mal, oh, der braucht Diamanten oder was braucht der? Warte mal. Nee, Essenzen. Legendary Skin Splitter. Ich hab einen Legendary gezogen. Oh, diddle, wow, diddle. Wow, Mann. Ich krieg mich ja nicht mehr rein. Und kann ich den dann. Er steht mal entzaubern. Entzaubern ist, glaube ich, nicht gut. Oh, Mann, dafür brauche ich. Was brauche ich dafür? Ich brauche dafür. Entzaubern in Essenzen. Nein, aktivieren. Aufwerten. Ich brauche dafür 1520. Hätte ich fast gehabt, oder? Ich hatte, glaube ich, schon fast so viel. Aber. Nee. So, wie. Hast du? Ja, davor, ich hab doch schon einen, ich hatte doch schon mal was verbraucht gehabt für die Aini. Ja, aber das war blau. Sicher? Ja. War blau gewesen? Und, da sagt jemand, können wir ein Game machen? Nein, wir sind doch gerade am Unterhalten und Reden hier. Seht ihr, die Dummen, ja, ich bin ja praktisch sozusagen dumm, wie die Leute mal, die Trolls mal sagen, seht ihr, die Dummen werden noch belohnt. Wie gesagt, die Dummen werden beschützt. Ja, seht ihr? Also, denkt aber, werdet jetzt bloß nicht alle dumm. Also so, hier, permanenten Skin. Das heißt, wie war das jetzt nochmal? Ich krieg diese Essenzen durch diese Kämpfe, mal viele Kämpfe machen, oder? Ja, einfach in den Ton, wenn du solche Skins bekommst. Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich spiele Ash nicht, dann kannst du den ja eben entzaubern. Ja. Und dann bekommst du Essenzen dafür. Nee, die Eiche nicht anzaubern, die ist gut. Die würde ich vielleicht auch irgendwann nochmal haben oder so. Aber alle spielen irgendwie Eiche, oder? Also sie spielen sehr viele, die ist sehr beliebt anscheinend, die Eiche. Ja, die ist recht gut in der Meta. In der Meta? Was für eine Meta? Was für eine Meta? Was in der Meta? Was ist ein Meta? Was ist ein Meta? Meta ist ja aktuelle Spielart. Ach so. Guck mal, wie nett die alle sind. Da sagt einer, dümmer wie du geht gar nicht. Doch, das geht doch viel dümmer. Guck doch dich an. Ja, Mann, Alter. Der war gut, oder? Sei ehrlich, das war voll im Backding, oder? Voll in sein Gesicht. Voll Back, das war voll Back, sei mal ehrlich. Das war voll Spiegel gerade. Ja. Aber das ist so, wenn LOL gespielt wird, da haben, glaube ich, die Moderatoren am meisten zu tun. Oh, ja. Ist aber nicht schlimm, oder? Ich meine, ich bin sie ja gewöhnt. Sie wissen es ja. Sie lieben mich ja. Sie brauchen mich. Wo sollen aber, sie? Aber den Skin für Annie könntest du ja echt schon mal freischalten. Dann hättest du sie einen Skin. Na, das hab ich doch gerade gemacht, oder nicht? Nein. Nee. Aber dann hab. Annie und dann aufwerten. Aber dann habe ich gar keine Essenz mehr, dann ist dieser epische Krieger noch weiter entfernt. Ja, aber dieses Spiel hier im Moment ja sowieso noch nicht. Ja, wer weiß, wann ich wieder. Für den brauche ich ja 1500 Dinger. Wer weiß, wann ich die wieder bekomme, diese ganzen Essenzen. Das sind ja. Ja, da brauchst du ja nur noch mal so ein Skin drin, dann hast du ja schon fast wieder. Ja, ist natürlich aber verlockend. Aber Annie spielst du ja im Moment. Also ja, stimmt schon. Anbieten, dass du dazu erst einen Skin dafür hast. Eigentlich. Cool, wir gönnen dir. Man gönnt sich sonst nichts. Ja, weil stimmt schon. Immer, also der Yi ist ja auch ein Jungler. Also den spielst du sonst eigentlich nicht. Vielleicht bis auf die Midlane, aber sonst spielst du den nicht. Der ist ein Jungler? Ja, ja. Echt jetzt? Dann wäre ich ja ein Jungler. Ja, das, was der Flubber vorhin war. Der Buu.
Ich muss mir unbedingt mal angucken, wie der denn aussieht, dieser Projekt G, wie der aussieht. Was der so für Angriffe macht, für Moves und so. Ich würde den gerne mal live in Action sehen, was der so macht, dieser Dings da, Projekt G. Das würde ich gerne mal wissen, wie der so. Da müssen wir uns mal irgendwie ein Video finden. Soll ich dir mal ein Video schicken? So ein YouTube-Video, ja. Wenn du so irgendein Video hast, was der da so abzieht für Kapriolen, dass man es mal angucken kann, was der so alles macht. Weiß schon, was ich hier schicke. Was schicken? Ja, Mann. End of Glass. Wo ist er? Da. Na gut, dann nimm mal, stimmt der Spiel im Moment sehr viel Annie. Und wenn natürlich ein schönerer Skin ist natürlich, weil dieser Jungler, der ist ja doch eine Nummer noch zu hoch erstmal. Also erstmal muss ich mit Annie spielen, dann muss ich meinen Garen nochmal neu überdenken, dass ich mit denen erstmal spielen lerne und dann kann ich über neue Stars nachdenken. Ich muss erstmal mich auf einen Champion konzentrieren, mit denen lerne ich alles und anhand von dem, dass ich bei dem alles gelernt habe, kann ich das dann assoziieren auf die anderen ganzen Champs, weil ich dann erstmal die Grundsachen lernen. Welche Tasten drücke ich wann, zu welchem Zeitpunkt und nicht, dass ich wild die Tasten drücke. Dann drücke ich mein Flash und alles so. Das sind erstmal die Grundsachen, die ich können muss. Und das heißt, das bringt erstmal, es nützt ja nichts, wenn ich andauernd neue Champs spiele und die Grundwerte gar nicht drin habe. Ich muss erstmal die ganzen Grundsachen können. Und vorher bringt es das ja alles gar nicht. Und dann, ich habe dir ein Video geschickt. Und natürlich will man Dank. Natürlich will man natürlich auch Spaß. Wenn man natürlich einen neuen Skin hat, man ja noch mehr Spaß. Und wir wollen ja Spaß. Guck mal, hier ist irgendwie eine 1. Was ist denn das? Beute Champions. Warte mal, ich habe Beute Champions. Achso, das sind diese. Warte mal, Leute, was ist denn bei Beute Champions? Ich habe hier Beute Champions, da ist auch nochmal dieser Gangplank und Eiche ist hier drin. Was heißt denn Beute Champions? Die Champions musst du mit den blauen Essenzen aktivieren. Nee, ich habe unter Beute Champions. Sie liest sich fast so, als ob ich die schon habe oder so. Habe ich aber nicht, oder? Nee, eben, das ist genau das Gleiche. Ach, das Gleiche nochmal. Die musst du freischalten mit dem blauen. Aber warum wird denn der Epische nicht angezeigt in dieser Beute-Champions-Ding? Weil das ein Skin ist und kein Champion. Diese Maske. Ach so, praktisch. Und die Maske müsste ich erst freischalten zum Champion, ja, oder sowas? Oder wie? Ja, du musst erst den Champion freischalten, dann kannst du den Skin freischalten. Und den Champion schalte ich frei, indem ich ihn praktisch aufwerte, ja? Aufwerten oder du kaufst sie dir mit den Einflusspunkten. Also ja, ja, klar. Aber wenn ich ihn aufwerte, dann wird er praktisch real und dann habe ich auch gleich noch einen Skin dazu, theoretisch. Richtig? Nein. Ich habe nur Also wenn du jetzt nur den Champions später aufwertest, kriegst du nur den Champion. Achso, das ist praktisch, also das Bild, was man hier sieht, ist der Skin, ist praktisch das Grundskin-Ding von dem, oder was? Genau, von den Champions. Ah ja, okay, gut. Und bei den Skins, dann kriegst du halt den Skin, den du da gezogen hast. Nee, warte mal, wir stehen uns hier falsch. Also ich habe unter Beuteskins, habe ich ja das legendäre Ding gezogen. Ja. Ja, das heißt, ich schalte dann eigentlich nur den Skin frei und nicht den Typen. Nee, das geht ja nicht, du musst ja schon den Champion haben. Sonst kannst du dir ja keinen Skin freischalten. Ja, meine ich ja, das heißt also, irgendwas hakt jetzt gerade im Kopf. Ich kann ja den Skin gar nicht, das ist ja nur ein Skin, den ich jetzt habe. Ich habe ja nur einen Skin von denen. Genau. So, das heißt, ich kann den Skin gar nicht freischalten, weil ich den Champion gar nicht habe. Selbst wenn ich die Essenzen hätte. Das ist auch nicht genau. Ja, seht ihr? Ja, das geht nicht. Ja, also, ich habe... Du musst erst den Champion haben, bis du den Skin freischalten kannst. Seht ihr? Ich brauche also die 1500 Essenzen plus noch den Champion dazu. Weil ich habe ja nur einen Skin. Es ist ja nur ein Skin, den ich habe. Ich habe ja gar nicht den Champion bekommen. Ich habe ja nur einen Skin. Master Yi ist auch nicht teuer. Nee, das Start-Champion. Warte mal, ich zeig dir, wie ich... Schreiben die da alle? Irgendwas mit Trösten oder so? Also Leute, nochmal zum Verständnis. Ja, oder hier, also die TS-Leute jetzt. Also ich habe einen Skin von diesem Legendary, aber es ist ja nur der Skin. Das heißt, den Skin kann ich gar nicht freischalten, weil ich erst den Champion haben muss. Richtig? Ja. So, also ist es ja praktisch gar nicht so wertvoll, weil ich meine, ich habe ja nur eine, ich habe einen Legendary... Das haut irgendwas nicht hin, hier. Ich meine, ich habe einen... Der ist 15 Euro wert. Was? Das ist nicht so... Ach so. Lass den da einfach mal noch liegen. Also der Skin, du sagst, kannst du den ja einlösen. Der Skin ist sozusagen 15 Euro wert, sozusagen. Genau. Na, ja, gut. Der Champion selbst könntest du freischalten, du hast genug Schwert. Ja. Nee. Also da gucken wir erstmal, was davon diesen schwer erarbeiteten Geld kaufen, da müssen wir mal ganz genau gucken. Das ist ja schwer erarbeitetes Dings da, Einflusspunkte, die habe ich mir wirklich schwer erarbeiten müssen. Ne, dann nehmen wir erstmal Annie, wir schalten Annie frei. Also mache ich aufwerten. Genau. Aufwerten.
Weil mit die spiele ich ja im Moment, dass ich auf der erstmal, dass ich mit der alles lernen kann. So. Ja, jetzt musst du das nächste Mal, wenn du in der Champion Select bist, musst du die dann auswählen. Und dann hast du sie. Dieses Bild, was du da mal gesehen hast, da musst du dann nach rechts. Ja, ja. Coole Sache. Klack. Eingeschaltet. Permanent. Gibt's noch eins, Cosi, oder nicht? Wie spät haben wir es denn? Oh, es ist 0.44 Uhr, Leute. Yep. Weiß ich nicht so genau jetzt gerade. Wir haben ja gerade. Weil ich muss jetzt, jetzt musst du noch eine Runde mit der Annie spielen, mit der neuen. Mit der neuen Annie? Mit der neuen Annie! Ja, warte mal, dann beende ich aber erstmal die Aufnahme. Warte mal, ich gehe erstmal. Dann machen wir noch eine Runde. Und dann. Aber ich mache erstmal die Aufnahme. Ich gehe erstmal nach oben, mache die Aufnahmebeendung Beendung und so, ja? Okay. Ja. Wie macht ihr alle nochmal mit? Ja. Ja, dann schon. Okay. Ich bin auch dabei. Okay, dann sind wir also komplett, also sozusagen. Nee, hier Lord so und so ist weg. Achso, dann können wir für Lord können wir theoretisch einen Ersatzspieler holen, sozusagen. Ich habe mich, wir haben Lord gar nicht verabschiedet. Lord Vaden und so. Vielen Dank fürs Mitspielen übrigens, ja. Vielen Dank fürs Mitspielen. Ja, yeah, und wir haben obsiegt, oder? Wir haben obsiegt, Lord Vaden. Wir haben obsiegt. Vielen Dank fürs. Hoffentlich hört er mich noch. Also vielen Dank fürs Mitspielen, ja. Du hast glorreich mitgekämpft an unserer Seite sozusagen. Ganz vergessen. Bedanken, muss man so bedanken, Mensch. So, warte, ich geh mal nach oben, ich mach mal die Aufnahmen beenden. Channel switched. So. Bin ich jetzt wirklich hochgegangen? So, also erstmal vielen Dank für die YouTube-Leute fürs Zuschauen und wie ihr seht, ich habe jetzt gerade einen neuen Skin bekommen. Den gucken wir jetzt gleich an, den haben wir dann aber nicht auf Video, aber beim nächsten Mal. Die rennt uns ja nicht weg, die Annie. Ich spiele ja sowieso noch sehr oft, um mit der zu lernen erstmal alles. Und aber hey, wir haben, habt ihr gesehen, wir haben einen epischen Dingsbums bekommen. Ja, die Doofen werden belohnt. Nein, ich war ja fleißig gewesen. Ich habe mir ja Mühe gegeben. Ich habe hier Blut und Wasser geschwitzt und ich bin 1000 Tode gestorben, ja? Gestirbt. 1000 Tode gestorbt. Ich habe mir den also wirklich bitterlich verdient, kann man sagen. Und ich habe zum Schluss beim Truhenöffnen noch eine epische Rede gehalten. Also ich meine, also wenn man dann nicht was bekommt, sei mal ehrlich, dann muss man ja was bekommen, sei mal ehrlich. Schon für die Leistung, ja, für erbrachte Leistung. So, und ja, dann hören wir erstmal die Aufnahme auf, dann spielen wir noch ein Ding und danach machen wir noch was anderes vielleicht. Wir sind ja noch ein bisschen da, ist ja morgen, ist ja frei theoretisch, also heute eigentlich schon und ist schon wieder so spät, wo ist eigentlich die Zeit geblieben? Okay, ich bin spät gekommen, aber trotzdem, Mann. Wer redet ja eigentlich mal so viel? Ich bin es nicht. So, ja und ey, für die YouTube-Leute, ich wünsche euch mal schon mal einen schönen Sonntag, hä? Ich wünsche euch einen schönen Sonntag schon mal. Aber nicht die Livestream-Leute, also euch wünsche ich das jetzt noch nicht, weil wir sind ja noch gar nicht, es ist noch gar nicht Sonntag für uns, es ist immer noch Freitag, denkt dran. Ja, warte mal, Quatsch, was rede ich eigentlich? Ich bin völlig, ja, ihr versteht mich, ich war schon wieder woanders. Also für uns ist immer noch, ihr wisst, wir haben immer noch nicht Sonntag, wir haben immer noch nicht Sonntag. So, und ja, aber die YouTube-Leute, die es jetzt hören, für die ist ja dann schon Sonntag theoretisch. Und deswegen schönen Sonntag erstmal für YouTube-Leute gewünscht. Hey, das war mal voll nett, oder? Seid mal ehrlich, muss ja auch mal sein. Also ich bin ja immer nett, ich bin ja nett. Außer wenn Vito kommt. Ihr wisst, wenn Vito kommt, dann der ist nicht nett. Vito ist gemein. Der ist richtig gemein. Der ist nicht so nett. Ja? Vito ist ein ganz anderer Schlag. So, jetzt. Oh Mensch, stell das mal ab.